wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Dein Pasöke ist Herrn Pasöke bestimmt weggelaufen? Ja, einfach so. Da drinnen sitzt, mit Verlaub gesagt, Pasöke 2. Wo kommst denn du auf einmal her? Und ich will meine Wohnung nicht mit zwei Hamstern teilen. Warum denn nicht? Das hier ist eben abgegeben worden. Mit besten Grüßen für Laura. Drei Hamster? Kann es sein, dass er dich irgendwie erpresst? Deswegen diesen verdammten Radio. Ich fasse es nicht, dieses kleine Ungeheuer. Hier, wie findest du die? Nimm die sofort weg! Hör mal, die kann ich nicht beißen. Die ist ausgestopft. Ihr sagt mir jetzt, was ihr von mir wollt und dann ist die Sprechstunde beendet. Ich hab hier was für dich. Nimm die sofort weg! Bitte! Darf ich vorstellen? Das ist Carlo. Nimm die sofort weg! Bitte! Bitte! Sag mal, hast du etwa Angst vor Ratten? Das wisst ihr doch! Lasst mich! Erst wenn du Wolf das Radio zurückgegeben hast. Warum? Ich hab gar nichts gemacht, ja? Du hast mich also nicht erpresst, oder wie, hä? Wie? Ich soll dich erpresst haben? Steck das Ding weg! Ach komm, Speichtheater. Wir wissen Bescheid. Hört auf damit. Das können wir doch auch anders regeln. Der Spinner soll endlich den Weltempfänger rausrücken. Genau, oder soll Carlo nochmal an dir schnuppern, hä? Okay, ihr habt gewonnen. Na also, warum nicht gleich so? Na, wen willst du unglücklich machen? Neugierig bist du wohl überhaupt nicht. Lieber Sebastian, hey, keine schlechte Wahl. Ich finde ihn echt süß. Lieber Sebastian, ich finde dich echt nett. Willst du mit mir gehen, deine Elisabeth? Also so wird es nie was. Steht doch alles drin, was wichtig ist, oder? Doch, doch. Am besten malst du noch zwei Kästchen drunter, dann musst du ja nur noch Ja oder Nein ankreuzen. Haha, ich lach dann später. Wieso, wie würdest du das denn machen? Na, irgendwie geheimnisvoll. Darauf steht doch Sebastian. Wie kommst du denn darauf? Na, ich sag nur Nobody. Ach, du meinst, weil er inkognito für Kurz und Kleinstein diese Fabel geschrieben hat? Richtig, überleg doch mal, was er da für ein Krimi draus gemacht hat. Nicht schlechte Idee. Aber wie sollen wir das anstellen? Na, wie wär's, wenn du einfach nicht mit deinem richtigen Namen unterschreibst? Sondern? Na, zum Beispiel mit deine heimliche Verehrerin. Deine heimliche Verehrerin? Klingt ein bisschen geschwollen, oder? Nein, nein, das macht dich nur viel interessanter. Und wie soll er denn rauskriegen, dass der Brief von mir ist? Am besten ist, du schlägst ihm ein Blind Date vor. Du meinst, ich soll mich mit ihm treffen, ohne dass er weiß, mit wem er verabredet ist? Genau, ich bin mir sicher, das wird das aufregendste Date, was du je hattest. Ah, Mutti, was gibt's? Ja, natürlich funktioniert, sonst hättest du mich aber kaum anrufen können. Dann bis zum Wochenende. Und danke nochmal für das Handy. Tschüss. Seit wann hast du denn ein Handy? Seit heute. Und du kannst damit richtig umgehen? Na klar, das ist total easy. Warte, ich zeig's dir. Also, ich kann SMS verschicken. Was ist das denn? SMS? Short Messaging Service. So kleine Botschaften von einem Handy zum anderen. Das ist ja nicht auszuhalten. Kannst du deinen Vortrag vielleicht mal woanders halten? Im Gelaber kann sich ja keiner konzentrieren. Guck, hier kommt gerade eine. Schönen Tag, deine Mutti. Hör endlich auf, dein neues Spielzeug interessiert uns nicht die Bohne. Wie viel Guthaben hast du denn auf deiner Karte? Ich habe gar keine Karte, meine Eltern bezahlen das. Wirklich? Das kann doch ganz schön teuer werden. Meine Eltern haben eben Vertrauen zu mir, solange ich nicht sinnlos rumtelefoniere. Kannst du mir deine Eltern nicht mal leihen? Weil meinen bringt sowas gar nichts. Guck mal, ich habe 30 verschiedene Klingeltöne. Kannst du damit vielleicht mal aufhören? Schalt endlich dein dämliches Telefon ab. Spielen wir Schach oder willst du rumdiskutieren? Hast du die Schüler aber neuerdings gemietet oder was? Nein, aber das ist hier keine Telefonzentrale. Mutti? Ja, was gibt's denn? Was hast du vergessen? Oh Mist, darf ich noch mal? Losgelassen ist gesetzt. Ja, dann bis zum Wochenende. Matt. Tschüss. Hier, wie findest du die? Das hat doch alles keinen Sinn. Das ist ja wie im Irrenhaus hier. Und wo ist nun das Radio? Hier im Schrank. Kannst du ja selber um. Willst du mich verarschen oder was? Komm, mach's nicht so spannend. Rück endlich den Weltempfänger raus. Ich hab keinen Bock, hier Wurzeln zu schlagen. Okay. Und mach schon. Ich hab's ja gleich. Was
soll denn der Mist? Willst du uns zum Narren halten oder was? Nein, nein, ehrlich nicht. Der Schlüssel ist in der Truhe. Na, du mach schon, oder willst du noch Bekanntschaft mit Carlo machen? Lass ihn in Ruhe. Nein, nein. Gib schon her. Na, endlich. Kann ich jetzt gehen? Nix da. Aber du hast doch jetzt alles, was Vergiss du... Vergiss es. Du bleibst schön hier. Ich möchte erst noch ausprobieren, ob das Teil funktioniert. Lieber Sebastian, deine heimliche Verehrerin. Okay, Anfang und Ende steht. Aber was kommt dazwischen? Na, ganz einfach. Der Ort, wo euer Date stattfinden soll. Ich dachte, ich lade ihn einfach ein zu einem Eis bei Giovanni. Bist du verrückt? Da trifft sich doch das halbe Internat. Wie wär's mit Kino? Ich weiß nicht. Da sitzt man 2 Stunden schweigend nebeneinander. Ob das so der Bringer ist? Aber wenn du den richtigen Film aussuchst? Und was steckst du vor? Einen Horrorfilm. Ein Horrorfilm? Ja. Immer wenn es spannend wird, klammerst du dich ganz ängstlich an ihn ran. Ah! Na toll. Und was ist, wenn der Film so spannend ist, dass er nur noch auf die Leinwand starrt und mich gar nicht mehr beachtet? Quatsch, so einen Film gibt's doch überhaupt nicht. Trotzdem, ich glaube, wir müssen da anders rangehen. Mir wäre ein Ort lieber, wo wir wirklich ungestört sind. Du meinst, wo Sebastian nicht abgelenkt wird? Genau. Was ist, wenn ihr euch einfach hier trefft? Hier in unserem Zimmer? Ja, und ich sorge dafür, dass ihr ungestört bleibt. Du meinst, das geht? Und am besten ist, du räumst noch die ganzen Stühle raus. Na toll, dann sitze ich hier mit Sebastian auf dem Fußboden und wir spielen blinde Kuh. Mann, es geht doch darum, dass Sebastian sich auf dein Bett setzen muss. Ach, vergiss es. Wieso? Das ist doch optimal. Und was ist, wenn Kim oder Laura in ihr Zimmer wollen? Dann kann ich mir das mit der heimlichen Verehrerin gleich abschminken. Hey, du hast recht. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Wenn wir das so machen, dann weiß er sofort, dass es einen von uns vieren ist. Ach, lassen wir es. Naja, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein, okay? Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Sag ich doch die ganze Zeit. Die Aktion mit dem Schlüssel war nicht schlecht, aber ich hab da auch eine nette Idee. Ach ja? Du bringst das Teil zurück, und zwar noch heute. Wie, ich? Klar, du, wer sonst? Kommt überhaupt nicht in Frage. Hab ich das Teil geklaut oder was? Nein, dazu warst du ja viel zu feige. Was willst du damit sagen? Du hast bei der Mutprobe gekniffen. Und jetzt willst du es leugnen? Lasst Kevin doch endlich in Ruhe. Er war nur clever genug, sich nicht auf den Unsinn mit dem Clown einzulassen. Doch nicht so ein Mist, der war einfach nur zu feige. Wolf hat recht. Groß klapp, aber nichts dahinter. Na, schon die Hosen voll? Okay, ich werde euch zeigen, dass ich kein Feigling bin. Na also, warum nicht gleich so? Hey, ich glaube, ich habe was für dich. Was denn? Unsere Prinzessin ist in der Zeitung. Wow, oh, tolle Fotos. Kann ich mir die mal ausleihen? Nein, ich habe mir die zuerst gekauft. Ich will mir das zuerst durchlesen. Guck mal, hier ist was für dich. Was denn? Vera sucht eine männliche Mona Lisa. Wie kommst du da ausgerechnet auf mich? Na, du lächelst doch so schön. Ha, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Lass dich doch als Dracula zeichnen. Ein Vampir mit Zahnspangen ist doch der Hit. Oder du als Randhandplan. Was ist das denn? Na, der Hund von Lucky Luke. Der blödeste Köter aus dem ganzen Wilden Westen. Nee, lass mal. Da lasse ich mich lieber als Speedy Bartel zeichnen. Die schnellste Maus von Einstein. Soll ich dich bei Vera eintragen? Ach, vergiss es. Na, ich kann doch mal nachfragen, was für dich rausspringt. Oh, bitte erspar mir das. Ich denke, du bist pleite. Ja, aber verdiene ich mein Geld lieber mit Zeitungsaustragen. Als Amor. Der kleine Liebesgott. Auf einem Bein und mit Pfeil und Bogen? Was macht ihr denn da? Übt ihr den sterbenden Schwarm? Nee, das ist Sebastians Methode, um sich bei dir als männliche Mona Lisa zu bewerben. Echt? Das ist ja super. Tut mir leid, aber ich wollte ihm nur zeigen, wie man Modell steht. Warte mal, Franz, wie wär's denn mit dir? Nee, es gibt nur einen, der dafür in Frage kommt, und das ist Sebastian. Blöd, Mann. Das ist echt krass, ja. Na, guck mal. Siehst hier. Was hat eigentlich dieses Diktiergerät mit China zu tun, außer dass es möglicherweise in Hongkong gebaut wurde? Wart's ab, besorg uns lieber Luisas Handy. Bist du wahnsinnig? Ich kann doch nicht ihr Handy klauen. Okay, machen wir es anders. Du gehst hin und lenkst sie ab, ich erledige den Rest. Na, du bist lustig. Und wie bitte soll ich das anstellen? Was weiß ich denn?
Toni was vor oder stell dir eine Denksportaufgabe. Hallo Luisa. Was willst du denn? Ich wollte dich mal was fragen. Dann schieß mal los. Nicht hier, muss ja nicht gleich jeder hören. Ihr könnt hier bleiben. Ich wollte sowieso gerade gehen. Tschüss. Ich wollte dich was fragen. Ja, was gibt's denn so Geheimnisvolles? Dein T-Shirt sieht übrigens sehr schön aus. Danke. War das alles? Nee. Ich hab da so eine Wette zu laufen. Na und was hab ich damit? Du kennst dich doch ziemlich gut mit Mode aus, oder? Ja, schon. Was willst du wissen? Welche Farben sind in diesem Sommer eigentlich angesagt? Wahrscheinlich rosa und weiß. Mist. Da liege ich ja mit Blau und Grün vollkommen daneben. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Hast du Mathe schon? Gerade fertig. Kann ich mal die Nummer 4 haben? Die verstehe ich nämlich irgendwie nicht. Was machst du denn hier? Naja, ich wollte Sebastian fragen, ob er nicht vielleicht doch Lust hat. Lust vielleicht, aber ich habe leider keine Zeit. Ach bitte, Sebastian. Ich bin zu so einer Jugendmalausstellung eingeladen. Einsendeschluss ist nächste Woche und ich habe immer noch keinen, der mir im Modell steht. Und warum muss ausgerechnet ich das sein? Du kannst doch mal Nadine oder Ira fragen. Nee, ich brauche einen Jungen. Na, und warum gerade ich? Weißt du, ich glaube, dass du der Einzige von den Jungen bist, der für sowas überhaupt Verständnis hat. Ja, schon, aber... Also, was ist? Machst du's? Na, was muss ich denn eigentlich tun? Nichts weiter. Einfach nur Modell stehen. Wird das Bild auch rausgestellt? Denke schon, schließlich haben sie mich eingeladen. Hey Sebastian, das ist deine Chance. Du kommst ins Museum. Verarschen kann ich mich auch alleine. Nein, in 200 Jahren hängst du im Louvre, neben der alten Tante mit dem gewissen Lächeln. Was muss ich denn eigentlich anziehen? Naja, nichts weiter. Geh doch als Cäsar oder Albert Einstein. Und, machst du mit? Na gut, ich mach's. Danke. Treffen wir uns um 9 im Probenraum? Heute? Ja, müsste gehen. Okay, bis nachher. Soll ich dir mal was sagen, mein Gutster? Die ist scharf auf dich. Was, das glaubst du auch selber nicht. Natürlich, warum denkst du, will sie mit dir ungestört sein? Und was willst du jetzt mit diesem Diktiergerät machen? Pass auf, wir rufen mal eben in Peking an. In Peking? Bist du verrückt? Ja, und dann lassen wir hier jemanden eine Antwort drauf quatschen. Und wozu soll das gut sein? Lass dich überraschen. Und woher hast du die Nummer? Meine Eltern waren vor kurzem in China. Da haben sie in diesem Hotel übernachtet. Und du glaubst, das klappt? Dragon Flight Hotel, Beijing. Shanghai Bacardi, ma? Ping pong, ping pong. Yong ping pong. Dragon Palace? Dragon Flight Hotel, Beijing. Sorry, wrong number. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Das habe ich mal in der Werbung gesehen. Ja, richtig. Jetzt, wo du es sagst, dann fällt mir das auch wieder ein. Es war doch dieser Spot mit dem Jungen, wo dann der Hörer anfing zu dampfen. Genau. Mir ist immer noch kein guter Treffpunkt für das Date mit Sebastian eingefallen. Pass auf, ich hab's. Du gehst mit ihm shoppen. Wie bitte? Du meinst, ich soll mit Sebastian hier um die Ecke einkaufen gehen? Na, eine Karte nach Berlin muss dir die Sache schon wert sein. Ja gut, das wäre nicht das Problem, aber... Was aber? Aber was ist, wenn er keine Lust hat? Das ist egal, du musst ihn überreden. Shoppen ist die Idee. Du suchst dir ein scharfes Kleid aus mit Reißverschluss am Rücken. Und dann stellst du dich so doof an, dass er dir einfach helfen muss. Ich glaube, du liest zu viele Groschenromane. Hat einer von euch zwei zufällig mein Handy gesehen? Du nervst. Vielleicht hast du es im Waschraum liegen lassen. Oder am Klo. Dann wird dir aber noch mal fragen dürfen. Warte mal, am besten wäre noch, wenn du ihm die Klamotten aussuchst, dann hast du einen Vorwand, an ihm rumzuzupfen. Hör auf damit. Sebastian soll nicht verschreckt werden, sondern sich in mich verlieben. Okay, dann machen wir das ganz anders. Du lockst ihn in den Probenraum und ich sperre euch übers Wochenende ein, okay? Wie romantisch. Oh Mann, dir kann man das aber auch gar nicht recht machen. Pass auf. Ich schreibe einfach. Lieber Sebastian, wenn...
du jetzt neugierig geworden bist, dann komm heute um 21 Uhr in den Probenraum. Deine heimliche Verehrerin. Fertig. Eine tolle Idee. Viel Spaß. Aber einen Tipp habe ich noch. Am besten, du lässt ihn zappeln. Du kommst 10 Minuten später oder so. Was ist, wenn er denn nicht mehr wartet? Dann kannst du ihn sowieso vergessen. Was soll das denn jetzt? Ein kleiner Hinweis, damit er wenigstens eine Chance hat, zu erraten, von wem der Brief ist. Also, viel Glück dann. Du hast gut reden. Entschuldigung. Ja? Könntest du mal so freundlich sein und mir ein Glas Schilling von da oben runterholen? Ich habe so Rheuma im Arm, ich kann da nicht hochfassen. Ja, kein Problem. Hoffentlich rutscht ihm das Ding da nicht raus. Dankeschön. Gern geschehen. Das war knapp. Worauf wartet er so lange? Verstehe ich jetzt auch nicht. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit. Ach du Scheiße, das kannst du laut sagen. Hey, junger Mann, was machst du denn mit dem Radio da? Ich wollte es mir nur mal genauer ansehen. So, so. Und kannst du mir mal sagen, wie die Batterien da reingekommen sind? Welche Batterien denn? Da bist du ja endlich. Hier, ich hab's mehrfach kopiert. Nur das Chinesische? Natürlich nur das Chinesische. Wir können dir davon eine halbe Stunde vorspielen. Bin zu jeder Schandtat bereit. Was soll ich tun? Also, pass auf. Du gehst jetzt in die Schülerbar und legst das Ding in das Fach mit den Spielen. Luisa taucht garantiert gleich auf. Sie fragt schon überall nach ihrem Handy. Okay, bin schon unterwegs. Hör mal, Max, du bist meine letzte Hoffnung. Hast du nicht irgendwo mein Handy gesehen? Dein Handy? Nee. Ach, warte mal. Vorhin in der Schülerbar, in dem Fach mit den Spielen. Da könnte es gewesen sein. Welche Farbe hat es denn? Titanic-Outfit. Dann könnte es das sein. Danke. Hoffentlich hast du recht. Max? Sie ist unterwegs. Alles klar. Ich will jetzt sofort wissen, wie die Batterien da reingekommen sind. Wer soll ich das denn wissen? Ich wollte doch nur mal sehen, ob... Verdammt, wir müssen Kevin helfen. Gleich gesagt, aber wie? Weißt du was? Das Beste ist, du kommst mit mir nach hinten. Wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Lass mich doch von dir nicht zum Narren halten. Wir gehen jetzt in mein Büro und erhalten uns dort in Ruhe. Das gibt's doch wohl nicht. Entschuldigung, ich hab die Kurve nicht ganz gekriegt und auf einmal stand noch dieser blöde Dosenhaufen im Weg. Ist dir eigentlich klar, wie lange ich gebraucht habe, diese Pyramide aufzubauen? Ich schätze mal ein paar Minuten vielleicht. Ein paar Minuten vielleicht? Eine geschlagene Stunde habe ich dafür gebraucht. Und damit du dir ein für alle mal merkst, dass Einkaufswagen nicht dazu da sind, Rundenrekorde, um die Regale aufzustellen, baust du die Pyramide jetzt wieder auf, ist das klar? Selbstverständlich. Entschuldigung? Haben Sie dieses Radio auch in Weiß? In Weiß? Nee, haben wir nicht. Augenblick mal, wo ist der Bursche denn hin? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sag mal, bist du die Message eigentlich schon losgeworden? Nee, ich warte noch auf eine günstige Gelegenheit. Na, geh mal her, ich mach das für dich. Was hast du denn vor? Dann wirst du schon sehen. Hey, mach keinen Mist. Hier, für dich. Von wem ist denn der? Keine Ahnung, ich soll ihn dir nur geben. Na, von irgendjemand muss er doch sein. Ja, von Laura. Und die hat ihn, glaube ich, von Kim. Aber wo er die den hat, keinen blassen Schmack. Verstehst du das? Nee. Zeig mal her. Ist das mein Brief oder dein Brief? Na komm, zier dich nicht so. Wow, ein Liebesbrief. Von wem ist denn der? Keine Ahnung, hier steht nur deine heimliche Verehrerin. Deine heimliche Verehrerin? Wie wär's mit? Martina? Ach, gib wieder her.
Was ist, wenn Josephine den Brief selbst geschrieben hat, um dich in die Irre zu führen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie wär's mit Kim? Ach, die hat doch nur ihr Ballett im Kopf. Dann bleibt nur noch eine übrig. Vera. Vera? Na klar, da steht doch was von 21 Uhr. Und ihr trefft euch doch heute um 21 Uhr. Ja, und es stand doch sowieso schon fest. Ach, verstehst du nicht, das ist ein Trick. Sie will bloß sicher sein, dass du wirklich kommst. Na, hast du dein Spielzeug wiedergefunden? Lass mich bloß damit in Ruhe. Wieso? Was ist denn passiert? Ich habe gerade rausgefunden, dass eine Minute mit dem Handy nach China 3,69 Mark kostet. Na und? Wie lange hast du denn dahin telefoniert? Ich überhaupt nicht. Irgend so ein Idiot hat im Dragon Palace Hotel in China angerufen. Echt? Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt weißt du nicht, wie lange das Telefonat gedauert hat. Ich weiß nur, dass ich mein Handy seit heute Nachmittag um 3 Uhr vermisst habe. Und jetzt eben erst habe ich's wiedergefunden. Gratuliere, glatte 4 Stunden. Das kann teuer werden. Das befürchte ich auch. Genau gesagt sind das 4 Stunden mal 3,69 Mark die Minute. Das macht 885 Mark und 60 Pfennig. Wie viel? Wenn man davon ausgeht, dass der unbekannte Benutzer die Verbindung von heute Nachmittag um 3 bis heute Abend um 7 offen gelassen hat, dann sind es genau 885 Mark und 60 Pfennig. Gott, wie erkläre ich das meinen Eltern? Wenn Wolf nicht plötzlich losgerannt wäre, dann wäre die Sache echt schief gegangen. Warum lässt du dich auch auf so einen Schwachsinn ein? Musst du gerade sagen. Du hast sie doch erst mit deiner blöden Ratte auf die Idee gebracht. Warum hast du das Radio nicht einfach beim Supermarkt vor die Tür gestellt? Da hätte es doch jeder klauen können. Und außerdem, die haben mich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Das hätte ganz schön schief gehen können. Und wie hättest du das Ganze Mama und Papa erklärt? Ist es ja nicht. Na, alles klar? Ja. Kevin hat mir erzählt, dass du ihn gerettet hast. Danke. Na, da bricht dir mal keinen ab. Ist doch alles klar. Das hättet ihr sehen sollen, wie Wolf mit dem Wagen die Dosen gebrettert. Das sah echt cool aus. Naja, ich konnte ja nicht einfach zusehen, wie sie Kevin drankriegen. Schließlich habe ich ja das Teil geklaut. Also was ist? Keine Tricks mehr? Keine Erpressung? Keine Ratten, kein Fahrradputzen mehr? Klingt nicht schlecht. Freunde? Freunde. Na, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Und was machen wir jetzt? Wie wär's mit einer Runde Bootfahren? Was soll das denn darstellen? Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ich glaube eher, du hast eine Meise. Okay, einen Versuch gebe ich dir noch. Oh, wackere Apotheker. Das Gift wirkt schnell. Nun sag schon. Okay, ich bin Romeo vom Clan der Montagu. Irgendwie sah Leonardo DiCaprio in der Rolle besser aus. Dein Glück, sonst weite ich jetzt in fernen Hollywäldern und du ständst einsam vor der Staffelei. Der Vers war ja nicht schlecht, aber die Klamotten musst du leider ausziehen. Wieso das denn? Weil ich dich ohne Kostüm zeichnen muss. Davon hast du mir vorher aber nichts gesagt. Sieh mal. Für diese Ausstellung brauche ich noch eine männliche Nacktzeichnung. Ich nackt? Das kannst du vergessen. Wieso denn? Im Schwimmbad sieht doch auch jeder, wie du gebaut bist. Na und? Es ist aber was anderes. Und außerdem habe ich da eine Badehose an. Okay, du darfst deine Shorts anbehalten. Dann lasse ich nachher eben meine Fantasie ein bisschen spielen. Jetzt zieh dich schon aus. Ich drehe mich auch so lange um. Fertig? Okay. Na gut. Dann stell dich jetzt mal hier ins Licht. Und ich zeig dir jetzt, wie du deinen Kopf halten musst. Etwa so. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.